jetzt zu einem Urgestein der Friedrichmann machen, den Tom. Der ist nicht immer ganz so friedlich, aber er hat so seine eigene Note. Und er war jedes Jahr, jeden Tag dabei, solange es warm war, sagen wir mal so. Ja, Freunde, nach seit einem Jahr treffen wir uns da. Und was glaubt ihr, ist die Welt besser geworden in diesem einen Jahr oder nicht? Ja! Besser? Natürlich! Also 700 Tote in einem einzigen Schiff im Mittelmeer, das gab es, das war vor einem Jahr nicht. Das ist neu, das ist viel schlechter. So, was ist die Ukraine? Also vor einem Jahr gab es vielleicht 100 Tote bis zu diesem Tag. Heute sind das 10.000 oder 20.000, 30.000, niemand zählt so richtig. Was ist besser geworden? Ja, Deutschland ist nicht mehr bereit, in den Krieg zu ziehen gegen Russland, das ist richtig, ja. Aber was haben die Leute in der Ostukraine davon? Die werden täglich bombardiert. Was haben die vielen potenziellen Haifischfutter-Menschen davon? Ja, so, nehmen wir jetzt eine Sache. Mittelmeerflüchtlinge, Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, Jemen. Was ist da passiert in den letzten Jahren? Wer ist schuld an dieser Entwicklung? Wie war die Welt vor 30 Jahren, vor 10 Jahren? Vor 30 Jahren gab es in Afghanistan eine Universität, wo unverhüllte Frauen studiert haben. Ja, unglaublich. Vor 10 Jahren gab es noch eine solche Universität in Bagdad. Unverhüllte Frauen. Sowas. Naja, ja, okay. Ja, wer hat da was gemacht? Was ist aus diesen Ländern geworden? Und ich klage hier an die amerikanische Führung, die das alles mit wahnsinnigen Milliarden finanziert hat. Alle diesen Niedergang von Afghanistan, von Syrien, Libyen, Irak. Ja, das hat wahnsinnig viel gekostet. Mühe, Geld und so weit sind wir. Das Gleiche ist jetzt in der Ukraine. Also die Amerikaner sind die Einheizer von diesem Krieg. Die Deutschen sind eher jetzt natürlich Bremse, die wollen so etwas nicht, die Sanktionen. Ja. Gut. Was ist die Alternative? Amerika ist natürlich die führende Weltmacht. Was ist die Alternative? Warum kennen zum Beispiel nicht die Chinesen, die die Welt anführen? Die sind viel ruhiger, die machen viel weniger Verbrechen wie die Amerikaner. Aber gut, vielleicht kommt es einmal. So, zweite Nachricht. Der geleugnete Genozid an Armenien. 100 Jahre, 1915. Ja. Da gibt es in der Presse einen Artikel. Und ich habe in dem Artikel nicht die Wahrheit gefunden. Die ganze Wahrheit war die Armenier sind deshalb Opfer von Genozid geworden, weil sie prorussisch waren. Das ist ganz eindeutig. Sie wollten zu Russland, weil sie natürlich Christen sind. Sie wollten nicht in der Türkei bleiben. Ja, was ist heute in der Ostukraine der Fall? Ja, die sogenannten Terroristen oder Separatisten sind natürlich prorussisch. Also, und die wollen zu Russland. Das ist natürlich ein Verbrechen. Es sind noch nicht 1,5 Millionen tote Ukrainer, das ist richtig, aber man arbeitet daran. Ja, in diesem Artikel über Armenien und Genozid ist auch kein einziges Mal das Wort Kurde, Kurden, Kurde gefallen. Naja. Irgendwie haben die türkischen Historiker doch recht, sie wollten die Armenier nur irgendwie abschieben nach Hinterland.
Daraus ist natürlich ein Massenmord geworden mit 1,5 Millionen Toten. Wer wohnt in allen diesen früher armenischen Städten und Dörfern? Ohne Ausnahme Kurden, richtig. Ja, also wenn jemand auf Türkei mit dem Finger zeigt, dann ja, sollte man das andere auch tun. Ja, noch etwas ist passiert in dieser Woche. Obama hat versprochen, dass Kuba von der Liste terrorunterstützenden Länder gestrichen wird. Ich habe irgendwie nicht gewusst, dass Kuba die ganze Zeit auf dieser Liste war. Hat jemand von euch, von irgendeinem Kubaner gehört, der irgendwo einen Massenmord verübt hat? Flugzeug entführt oder sonst? Hat jemand von einem Kubaner gehört? Aber wissen Sie, wer auf dieser Liste der terrorunterstützenden Länder stehen sollte von Anfang an? Saudi-Arabien. Das ist der große Freund von Amerika. Natürlich, die machen das alles mit Milliarden, die wir zahlen, auch für unser Benzin. Und das war von Anfang an so. Osama war natürlich ein saudischer Geschäftsmann. Natürlich geschieht das nicht so, dass die saudische Regierung die ISIS bezahlt, dass sie natürlich nicht, das so direkt nicht, sondern das sind Privatmilliardäre. Aber die bekommen das Geld natürlich von Amerika und von den ganzen Geschäftsbeziehungen mit uns. Also, Freunde, ja, vielleicht wird die Welt einmal besser. Okay, danke euch.